Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir am wunderschönen Rhein. Diesmal wird es ganz, ganz spannend für euch Welsangler, denn es gibt ein Duell. Ein direktes Vergleichsangeln, ich glaube, sowas gab es noch nie. Viele behaupten ja immer, mit einem Boot und mit einem Echolot ist der Welsfang mega einfach. Und wir sollten mal mehr darauf eingehen, ob man auch vom Ufer ohne Technik, wenn man seine Montagen rauswirft, Chancen hat, einen Fisch zu fangen. Ich habe mir zwei Kumpels eingeladen. Ich werde dieses Mal nur, oder großteils wahrscheinlich nur hinter der Kamera bleiben. Der eine von meinen Kumpels wird mit dem Schlauchboot, mit dem Echolot in gewohnter Manier seine Montagen rausfahren. Und mein zweiter Kumpel, da ist er wirklich Spezialist drin, wird vom Ufer aus seine Montagen werfen, ohne jegliche Technik einzusetzen. Und das ist doch mega spannend. Ich stelle euch mal kurz die beiden Konkurrenten vor. Servus zusammen, ich bin der Marc. Heute in dem Duell werde ich meine Montagen vom Ufer aus werfen. Hab nicht so viel Zeit, arbeitsbedingt oft ein Boot mitzuschleppen. Deswegen werfe ich meine Montagen und hatte damit auch schon so richtig Erfolg in Deutschland. Servus, ich bin der Mike und trete mit meinem Schlauchboot und meinem Echolot gegen den Uferangler an. Ganz spannende Sache. Im Hintergrund hört er, wie die Rutenhalter reingedonnert werden. Ich glaube, Marki, der vom Ufer aus die Ruten wirft, fischt nach unten mit der Strömung. Ist wahrscheinlich auch logisch. Und Mike will seine Ruten gegen die Strömung mit dem Boot nach oben ziehen. Jetzt schauen wir uns mal die Montagen an und was die beiden genau vorhaben. All the good men gone, the ones that held in their arms justice for all mankind, and listen till they heard both sides. Ich sehe verhältnismäßig oft die Trio-Pose, ist ja auch ein mega Teil für die Fischerei an den Flüssen. Zweimal in Rot beim Marki, einmal in Gelb und einmal eine ganz normale, herkömmliche 20 Gramm U-Pose. Aber die wird er auch brauchen für seine Deadbaits. This is reality. We can't define what makes us care to breathe. Also ihr seht schon, die Jungs helfen sich gegenseitig. Walleangeln ist auch immer ein Teamsport. Marki, der Uferangler eigentlich, der auf wenig Technik und Ausrüstung Wert legt, hilft Michael, sein Schlauchboot reinzutragen. Das ist halt das, ne? Wenn man ein Schlauchboot und größere Ausrüstung anrückt an den Fluss, braucht man meistens auch Hilfe. Aber dennoch ist es ganz spannend, ob wirklich die Technik einem hilft, schneller oder näher an den Waller ranzukommen, ne? Und deswegen machen wir dieses Video hier für euch. Michael trägt seinen Quirl runter ans Schlauchboot. Ja, mit dem Motor habe ich schon die verrücktesten Erfahrungen hier am Rhein machen dürfen. 2,5 PS. Ich behaupte immer leicht untermotorisiert für diesen krassen Fluss hier im Hintergrund. Aber Michael schwört drauf. Mal gucken, ob er recht behält. Ob es sich lohnt, den Motor hier ans Boot runter zu schleppen oder ob es viel einfacher ist, einfach die Köder vom Ufer reinzuwerfen. Marki bereitet schon seine Glocken vor. Es klingelt im Hintergrund. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung.
Marki, der Uferangler, entfernt sich gerade ein ganzes gutes Stück von seinem eigentlichen Angelplatz, vom Rutenhalter. Der will wahrscheinlich irgendwie Distanz schaffen vom Köder zum Angelplatz. Und er läuft hier Richtung Brückenpfeiler. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, was er vorhat. Aber ihr seht, er hat alles dabei, was er braucht. Den Deadbait, seine Rute, den Stein. Jetzt sind wir mal gespannt, was er macht. Und hier vorne hat er schon was gebaut. Aber das wird er uns gleich erklären, was es damit auf sich hat. Das sieht ja spannend aus. Er hat einen Umlenker genau auf die Höhe vom Brückenpfeiler gelegt, hier auf dem Beton. Da steht er jetzt, der junge Mann. Lass mal erzählen, was jetzt passiert. Als erstes habe ich mit dem Deadbait Puncher meinen Köderfisch präpariert, damit das Rotauge auch schön aufrecht in der Strömung steht. Und jetzt seid gespannt, wie ich meine Montage vom Ufer aus mit dem Stein ganz einfach ausbringe. So einfach sieht meine Uferwurfmontage aus. Ich hoffe, ihr versteht uns gut vom Ton hier. Hier ist richtig laut unter der Autobahnbrücke und im Hintergrund rauschen richtig große Rheinschiffe hier durchs Bild. Ich hoffe, ihr habt es erkannt. Marki hat einen laufenden Wirbel auf seiner Hauptschnur. Danach kommt eine dicke Gummiperle und dann sein normales Vorfach, wie ihr es auch von der Steinmontage kennt. Und jetzt kommt die Montage ins Wasser, aber das ist mit Hilfe wesentlich einfacher. Mike kommt jetzt ins Spiel, also die Jungs helfen sich auch beim Ausbringen der Montagen. Ich bin wirklich gespannt, was Marki jetzt vorhat und was Mike dabei machen soll. Aber es sieht ja alles bisher relativ einfach aus. Ihr könnt auch eure Rute am Ufer abstellen, aber einfacher ist es, wenn ihr einen Kumpel oder einen guten Freund mit dabei habt, der eure Rute am Ufer einfach hält. Michael hält jetzt die Rute mit offener Rolle. Und ich gehe jetzt mal mit Marki mit und bin gespannt, was der jetzt macht. Ich laufe jetzt circa 5 Meter unterhalb von dem Punkt, wo letztendlich später mein Köder liegen soll, werfe diesen ins Wasser und danach im Anschluss folgt der Stein. Mein Köder ist im Wasser. Und jetzt kommt der Stein direkt an die Uferkante. Jetzt nehme ich Kontakt auf und spanne das Vorfach direkt an den Stein und dann geht es zurück zu unserem Angelplatz. Ist ja eigentlich kindereinfach. Marki setzt zuerst sein Vorfach ins Wasser mit dem Köderfisch. Dann wirft er den Stein an die Kante, dort wo er es vermutet. Und jetzt läuft er auf direktem Weg zurück zu seinem Angelplatz. Er hat Spannung aufgebracht auf die Montage, also hat das freilaufende Vorfach gegen den Stein gezogen. Und dafür ist auch der Umlenker wichtig, damit er seine Hauptschnur, seine Angelschnur schützt vor dieser Betonmauer hier. Aber es ist ja wirklich ein prädestinierter Angelplatz für das Werfen der Montagen vom Ufer. Aber ihr seht, auch hier beim Ausbringen der Montage vom Ufer, beim Werfen vom Stein, ist es definitiv einfacher, wenn man zu zweit ist, einen Angelkumpel dabei hat, der einem die Rute halten kann mit der offenen Rolle. Aber ist ja auch ganz normal, ne? Wallerangeln oder überhaupt Angeln macht ja auch zu zweit viel mehr Spaß. Es würde definitiv aber für diejenigen, die mal schnell eine Nacht alleine unterwegs sein wollen, alleine funktionieren. Wenn man die Rute in den Rutenhalter stellt und die Bremse oder die Spule, den Schnurfangbügel einfach offen lässt. Ich bin jetzt wieder zurück am Angelplatz angekommen, spanne jetzt meine Montage gegen den Stein und habe die Bremse festgeschlossen, da bei einem Biss der Fisch nicht gegen den Stein läuft,
sondern direkt gegen meine gespannte Rute. Die erste Rute des Wurfanglers von Marc vom Ufer aus sitzt. Er hat sie einfach reingeballert. Mal gucken, was Mike jetzt vorhat. Ich lege meine Rute punktgenau in die Kante rein, weil ich sehe alles auf dem Echolot. So wie ich dem Marc eben geholfen habe, nehme ich den Marc jetzt auch mit zum Montagenlegen, weil gegen die Strömung ist es einfach einfacher, zu zweit auf dem Boot zu sein. Mike ist stromauf mit dem Schlauchboot gefahren. Im Hintergrund seht ihr gerade die Jungs. Circa 50, 60 Meter Entfernung gegen die Strömung vom Angelplatz. Der sieht natürlich richtig im Detail die Kante und alles. Die bauen jetzt gerade ihren Umlenker für die U-Pose, hier einen Baum, um dann die Schnur über der Wasserlinie zurückführen zu können. Bin echt gespannt, wer das Rennen macht. Aber ihr seht bei beiden Methoden, Ufer werfen, Plumpsangeln oder halt gezieltes Ablegen mit dem Echolot ist Hilfe, nie verkehrt. Ne? Zu zweit ist alles viel einfacher. Marc hält sich jetzt vorne in den Bäumen fest, in der harten Reinströmung. Mike bereitet die Montage alles vor mit dem Deadbait. Wallerangeln ist und bleibt ein Teamangeln. Die Jungs haben jetzt den Umlenker hier am Baum angebracht und sind jetzt gerade noch mal auf der Suche nach der optimalen Kante. Mittlerweile habe ich hier was ganz Spannendes am Ufer entdeckt. Ich zeige es euch mal. Viele von euch kennen ja meinen Zwerg, der mich jetzt schon viele, viele Jahre begleitet. Den habe ich damals in Italien nach einem Hochwasser gefunden und jetzt habe ich einen neuen Begleiter. Was heißt neuen? Der alte Glücksbringer wird natürlich nicht ausgetauscht, aber ich habe Verstärkung gefunden. Die wird sicherlich einen Platz auf meinem Boot einnehmen und für den einen oder anderen Dickfisch sorgen. Die passt zu mir. So, die Jungs fahren jetzt von unten wieder den Platz an, um die Kante optimal zu treffen. Das ist natürlich mit dem Echolot jetzt eine einfache Geschichte. Bin wirklich gespannt, wie das Duell ausgeht. Mike wartet immer noch auf den perfekten Abwurfpunkt für den Stein. Jetzt lässt er ihn runter. Köder sitzt in der Kante. Und jetzt fahren sie an den Umlenker, Strom aufgesehen, um die Schnur zurückzuführen. Der sitzt genau drin, den kann ein Uferangler nie treffen, so in der Kante. Direkt Glocke drauf, weil so scharf in der Packung, da kann die sofort krumm gehen. Meine erste Rute habe ich weit den Fluss nach unten gezogen und meine zweite Montage werde ich direkt vor meinen Füßen, vor diesen Baum platzieren. Jetzt kurbel ich den Köder wieder auf Spannung und dann wird die Rute direkt vor unseren Füßen an unserem Angelplatz präsentiert.
ganz kurz vor die Füße hier am Angelplatz gesetzt, hat der Marc seine zweite Wurfmontage. Cooler Platz, genau unter dem Baum. Und ihr hört es schon im Hintergrund, das Brummen des Motors. Michael ist mit seiner zweiten und unserer letzten Route für den Test gerade auf dem Rhein unterwegs. Ich renne mal hinterher und zeige euch, was er da jetzt macht. Und schon geht langsam die Sonne weg, ne? Es wird dunkel. Zwei ausgeklügelte Montagen, also das Ablegen von einer Welsmontage vom Boot aus, ist definitiv auch genauso schwierig oder herausfordernd wie das Werfen vom Ufer. Wir haben jetzt vier Eisen im Feuer und ich bin wirklich gespannt, welche der Routen das Rennen macht. Es kann jetzt auch Zufall sein, man weiß es nicht, vielleicht im schlimmsten Fall. In dem Video passiert gar nichts. Wir werden jetzt genau eine Nacht hier filmen, müssen um 24 Uhr aufhören. Wir befinden uns hier auf der baden-württembergischen Rheinseite, also da müssen die Routen wieder rein. Und mit dem Hellwerden kommen sie auf jeden Fall noch mal raus. Also wir werden jetzt von, wann war die erste Route im Wasser? Ich schätze mal 16 Uhr bis morgen früh 10, 11 Uhr. Da werden wir den Versuch abbrechen. Also die dunkle Phase mitnehmen und dann auch wieder die Phase im Hellwerden, wenn die Sonne aufgeht. Das sind erfahrungsgemäß die Phasen, wo die Wälse am meisten aktiv sind. Der Marc hat morgen früh auf jeden Fall weniger Stress, weil er seine Routen einfach heute Nacht abreißt und morgen früh wieder werfen kann. Mike braucht das Boot und ich bin wirklich gespannt, wie der Versuch jetzt hier ausgeht. Ja. Ich bin außer Konkurrenz. Ich habe beides schon gemacht und mit beiden Methoden auch Fische gefangen. Wenn ich es darf oder dort, wo ich es darf, setze ich natürlich aufs Schlauchboot mit dem Echolot. Jeder Angler, der das zu Hause hat, wäre wahrscheinlich doof, wenn er es nicht machen würde. Aber ich habe auch schon auf blinde Wurfruten oder Wurfmontagen Fische fangen können. Und vor allen Dingen, wenn man mal nur eine Nacht schnell Zeit hat und nach dem Arbeiten schnell rausfährt, Ruten reinballert und wieder zurück, ist diese Wurfmontage definitiv von Vorteil. Weil man braucht nicht einen Haufen Ausrüstungszeug mitschleppen. Aber ihr seht ja selbst, bei beiden Angeltechniken ist Hilfe definitiv von Vorteil. Es geht alles auch alleine, aber zu zweit ist es definitiv schöner. Naja, jetzt warten wir mal ab. Ich würde ja, um euch das mal beweisen zu können, Marc ein bisschen mehr die Daumen drücken. Klar, der kennt sich hier an dem Spot aus, wo wir unterwegs sind. Der weiß genau, was er macht, wo er hinwirft. Der hat ja schon Fische gefangen. Marki hatte ja mit der Wurfmontage schon Nächte am Rhein mit 4-5 Wallern. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das muss man erst mal schaffen mit dem Echolot. Aber vielleicht hat er auch durch Glück einfach die richtige Kante und den richtigen Spot gefunden. Er angelt ja hier in der Nähe von einem Brückenpfeiler, unter einer Brücke. Naja. Wir werden sehen. Ich selbst bin ja ein Angler, der ganz, ganz penibel bei seiner Fischerei ist. Ich behaupte ja, wenn der Köder nicht perfekt in der Kante liegt oder perfekt an dem Bereich, den wir Angler uns selbst oft einbilden, ja. Ich sehe ja auch irgendeine Kante oder irgendwas auf dem Echolot und denke, hier muss ein Wels vorbeikommen und hier muss der Köder sitzen. Und oft geht das auch auf der Plan. Natürlich gibt es auch Nächte oder Angelphasen, wo nichts passiert. Aber jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ich habe meine Hände überhaupt nicht im Spiel gehabt. Die Jungs machen das unter sich ganz alleine aus. Eine spannende Sache. Und ich bin wirklich gespannt, wer recht behält. Oder wem von beiden, auf der einen Seite dem Uferangler Marc, der seine Montage einfach reingeschmissen hat. Oder Mike, der ganz gezielt mit dem Echolot abgelegt hat. Wem das Glück mehr hold ist. Wir werden sehen.
Die Ruten beider Kontrahenten sind scharf. Ich bin wirklich gespannt, wo der erste Biss erfolgt. Vielleicht zeigt es uns, dass wir oft zu viel Aberglaube in Technik und Ausrüstung stecken. Vielleicht zeigt es aber auch das Video, dass Technik und Ausrüstung definitiv fischfördernd ist. Ich habe jetzt mal richtig Hunger. Und auch Durst. Baller mir jetzt hier ein schönes Beifood rein, bis die Jungs irgendwann mal hier zur Ruhe kommen und auch den Grill anmachen. Und ihr seid auf jeden Fall dabei, wenn hier der erste Besen krumm geht. Bisher ist es ruhig hier am Flussufer. Bei beiden Parteien, weder Marki, dem Uferangler, noch Maiki, dem Bootsangler, ist irgendwas passiert. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt 23 Uhr. Eine Stunde haben wir noch Zeit hier in Baden-Württemberg. Dann müssen die Ruten rein. Aber normalerweise die Dämmerungsphase hier beim Welsangeln ist eigentlich die Phase, wo schon die ersten Aktionen kommen. Naja. Abwarten. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Leider konnte keiner der beiden Kontrahenten das Battle hier für sich entscheiden. Naja, im Fußball fällt auch nicht in jedem Spiel ein Tor und Wallerangeln ist definitiv kein Selbstläufer. Ja? Also man muss da auch immer mal damit rechnen, dass mal gar nichts geht. Man kann also jetzt nicht sagen, wer besser geangelt hat, welche Montage schneller einen Fisch bringt. Das bleibt jetzt erstmal ungewiss. Aber wir werden eine Rückrunde starten, dass beide Angler nochmal mit ihren favorisierten Montagen gegeneinander antreten können. Wir werden jetzt noch ein paar Tage ins Land ziehen lassen, ein bisschen auf andere Bedingungen warten, dass das Wasser ein bisschen wärmer wird, die Außentemperatur ein bisschen wärmer. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann ausgeht und wer bzw. welche Angelmethode den ersten Fisch bringt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.